Ja, heute hier der Informationsanlass zu SETA 2026. Ihr seid ja Ferrason-Kandidatur. Warum? Ihr seid ja dreimal selber an Olympischen Spielen dabei gewesen als Teilnehmer. Ja, ich finde, Olympiade ist etwas Grossartiges, etwas Spezielles. Es ist, wenn man es selber erleben kann, ist das wirklich etwas, was du nie vergessen tust. Und wenn du Sport machen tust, ist das, glaube ich, für jeden Sportler ein Ziel, irgendwann einmal dabei zu sein. Warum jetzt die Olympischen Spiele hier im Wallis? Die Olympischen Spiele sind ja in den letzten Jahren sehr in der Kritik gewesen. Gigantismus, das IOC, wo das ganze Geld uns ein bisschen verlocht verbraten hat. Was sagen ihr zu den Stimmen, die das kritisieren, die Olympischen Spiele und euch gegen eine Kandidatur sind hier? Ja, ich glaube, das IOC ist höchst gefordert, dass es endlich mal eine Änderung gibt. Und sie wollen das nicht mehr so. Ich hoffe, sie halten sich daran. Und ich glaube, die Walliser Bevölkerung kann eigentlich gar kein Risiko eingehen, weil wir präsentieren die verschiedene Veranstaltungen so, wenn es wir wollen, so wenn es Wallis und wenn es Schweiz will. Und dann gibt es nur eins, die IOC muss das akzeptieren. Oder wenn die IOC will, wenn es so die Gigantismus, also wenn es Sochi war, dann kann man es so oder so vergessen. Habt ihr das Gefühl, am 10. Juni, was wird da rauskommen? Wird es Wallis ja sagen zu den Olympischen Spielen? Was habt ihr so das Gefühl? Ja, bis jetzt ist immer so ein bisschen trockene Meinungen. Niemand will sich so recht äußern. Ich hoffe, dass vor allem da, wo die Stimmen kommen, im Talgrund, dass die Masse zustimmen tun. Und ja, ich bin zuversichtlich. Ich muss zuversichtlich sein, weil ich finde, das ist eine einmalige Chance für die ganze Schweiz, für das Wallis, für uns, vor allem für das Goms und so. Weil das ist ein grosser Fortschritt, den wir hier erzielen können.